Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder hier bist bei unserem kleinen Chaos. Beim letzten Mal haben wir diese Bahnlinie hier nochmal ein bisschen umgebaut, ein bisschen neu gestaltet. Ich sehe gerade, das ist gar nicht verbunden mit einer Straße, da müssen wir was machen. Das muss dann, ja, können wir das da machen, dann sind wir auch dran verbunden. Machen wir gleich mal, komm. Was soll der Geiz? An einer Infrastruktur. So machen wir das. Dann ist das jetzt auch verbunden. Ja, wie gesagt, wir haben die hier verbunden. Wir haben jetzt auch die andere Lok schon am Start. Bisschen weiterlaufen lassen das Ganze. Ein bisschen Geld angesammelt wieder. Und jetzt können wir eigentlich gleich... Wo ist denn jetzt das Depötchen? So langsam verliert man die Übersicht. ja, genau. Zum 4... 6, 8. So. Können wir das wegmachen? Jetzt gucken wir uns mal, wo unser Freund hier ist. Wo ist er denn? Ist er hier? Ist er gerade irgendwo? Das ist nämlich der hier. Und jetzt muss ich doch wieder dahin. Ich muss doch wieder zum Depot. Warte mal kurz. So, jetzt machen wir den nochmal auf, kopieren den und weisen den zu. Komplizierte Sachen manchmal. Okay, dann würde ich mal sagen, lass mal laufen. Mal gucken, ob du den Weg findest ohne Probleme oder ob es hier irgendwie Stress gibt. So, da fährt er. Wir brauchen da mehr Zeugs, definitiv. So, jetzt kommt da der andere. Jetzt wird's, muss natürlich durchgeschleust werden, ne? Also er muss sich jetzt mit denen da arrangieren irgendwie, dass sie möglichst sich nicht treffen. Okay, er fährt durch. Er fährt durch. Das ist in Ordnung, was du bisher machst. Behalte ich mal im Auge. Ja, mal ein bisschen vergleichen. Warte, mal gucken, wenn der andere jetzt dann im steht. Ja, mal sehen, was er macht. Mal gucken, was er macht. Er wartet. Er belädt. Und dann werden wir definitiv ihn mal verfolgen. Wenn der jetzt da irgendwie blockiert ist, ist das ein Problem. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, dass das alles einwandfrei klappt. Weil er ist voll und er müsste fahren. Er fährt auch. Okay. Zumindest fährt er kurz an. Ich habe so das Gefühl, das haut nicht so ganz hin. Wo ist er denn? Der andere? Nicht, dass der hier im Tunnel steht. Das wäre ungünstig. Wo ist der andere? Und der steht im Tunnel. Wette ich mit euch. Dass der im Tunnel steht. Ich habe hier extra einen gleisigen Tunnel gebaut. Weil ja eigentlich nur geplant war, einen einzigen Zug hier lang fahren zu lassen. Aber jetzt sieht er, da ist das Problem. Ah, die Hammelköpfe. Okay, du drehst um und fährst dahin. So. Ich habe so das Gefühl, hier werden auf jeden Fall mehr, hier wird mehr Stress geben. So, was haben wir denn jetzt hier hingebaut an Signalen? Mal ganz kurz geguckt. Das ist der Zugang, das ist ein Chain-Signal. Oder? Ist das ein Chain-Signal? Nee. Eigentlich ein Chain-Signal. Jetzt hat er gedreht wieder, ne? Der Idiot. Der hat doch wieder gedreht.
Jetzt kommt der andere wieder nicht klar, werde ich mit euch. Der steht hier immer noch im Dings. Wir müssen ihn nur einmal auf der Reise bringen und dann klappt das auch. Sprach er voller Zuversicht. so, wo ist denn jetzt? Okay, alles klar. So, nochmal. Entladen. Drehen, Feuer frei. So, und wenn der hier dran vorbei ist, gucken wir uns das Ganze nochmal an, wie er denn dann fährt. Er müsste dann ja hier fahren. Und der andere müsste hinterher fahren dürfen. Und der müsste dann irgendwann hier halten. Jetzt wird es leider dunkel und das ist doof. Ja, Kumpel, wo bleibst du? Da kommt er angerauscht. Er fährt jetzt auch. So, da, wo ist denn der Tunnel? Bin ich ja am ganz verkehrten Ende gelandet. Mal ganz kurz stoppen. Moment, jetzt bin ich ja ganz am verkehrten Ende gelandet. Der Tunnel ist doch hier, ne? Bei Dunkelheit siehst du fast nichts, ist das Problem. So, okay, wir lassen mal laufen. Normal, fährt der denn? Angeblich ja. So, und der andere, der jetzt da hier hochgerauscht ist, der müsste jetzt auf dem Gleis fahren. Und weit ist auch noch alles frei. So, Chain. So, Kumpel, wo ist er jetzt hier wieder? Er fährt, okay, der fährt. Er fährt. In Ordnung. So, er ist jetzt draußen gleich. Da kommt er, jetzt fährt er durch und jetzt werden wir das umbauen zu einem Chain-Signal. Genau, jetzt ist das geschlossen. Das ist doch korrekt. Jetzt fährt er durch. Jetzt kommt der andere. Er wartet und dann müsste jetzt... okay, der fährt durch. Das ist in Ordnung und ich hoffe, der zeigt frei an. Wenn der andere zurückkommt, dass der dann wartet. Ich hoffe es einfach mal, dass das klappt. Weil er ist jetzt durch. Er blockiert das jetzt. So, er fährt da hinten lang. Hier oben sollte es eigentlich keine Probleme geben. So, zumindest meine Hoffnung. So, du fährst mal ein bisschen schneller. Entlädst bitte. So, du fährst. Okay, du fährst jetzt rüber, du fährst jetzt zurück, dann fährst du auf die Seite. Er wartet. Er fährt. Er fährt auch. Jetzt wird grün geschaltet. Wir machen mal Kontrolle. Kontrollfahrt. Und jetzt müsste er eigentlich anhalten. Was er nicht getan hat. Das heißt für mich, die beiden werden sich wieder kollidieren. Weil der steht, glaube ich, hier auch noch im Bahnhof drinnen, oder? Ist das der jetzt? Ja, der steht auch noch im Bahnhof drinnen und der wird jetzt zurückfahren und die werden sich wieder kollidieren. Und das soll er ja nicht. Ne, das soll er ja nicht. So, das ist das, das ist das. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. So, was haben wir denn hier für Problemchen? Okay, dann machst du mal ein Chain-Signal daraus. Du fährst mit Sicherheit gleich wieder retour. So, er zeigt uns hier grün an, was nicht korrekt ist, denn er muss eigentlich hier halten. Mal ganz kurz. Aber was ist denn jetzt wieder los? Ja, komm. Muss dann Chain-Signal eigentlich haben. Er darf nicht fahren normalerweise. Er hält. Gut. Das klappt. Er hält.
Er wartet jetzt und ich bin gespannt, ob er auf den jetzt wartet, wenn er hier durchfährt. Wo ist er denn? Ist der schon raus? Ja, der ist schon raus. Mal gucken, was passiert. Da kommt der andere, das ist gut. Jetzt scheint es zu klappen. Jetzt müsste der hier... Ja, jetzt fährt der los. So ist brav. Und wenn der jetzt zurückfährt, muss er eigentlich auch da wieder halten. Aber warum der jetzt hier hält? Wahrscheinlich, weil da hinten, was drin ist. In dem, im Bahnhof, ne? Zeigt bestimmt an hier, dass was drin ist. Ja, der ist blockiert, alles klar. Sondern wenn der draußen ist, müsste er losfahren dürfen. Macht er auch, sehr gut. So, er fährt zurück und er müsste jetzt dann auch hier wieder halten können. Müssen. Weil ja dieses Gleis blockiert ist. Wir schauen nochmal. Macht er. Gut, das scheint jetzt zu funktionieren. Zwar nicht super effektiv, aber immerhin. Ah, doch. Okay, bin stolz auf uns. Wir haben es endlich mal geschafft. Aha, Gott sei Dank. Oh Mann. Aha. So, okay, dann können wir uns jetzt darum kümmern. Eigentlich sollten wir da hinten die Siedlung weiter aufbauen. Guck mal, da kommt der andere angepirscht. Holt Kohle und wir produzieren noch keinen Stahl. So. Gleichzeitig müssten wir uns auch hier darum kümmern, dass hier weiter was passiert, was uns aber gerade nicht tut. Bretter und Stahl. Haben wir keine Bretter und Stahl? Warte mal kurz. Von wo holt ihr euch das denn? Stahl, ja genau. Stahl haben wir nicht. Fertigbaupaneele haben wir auch noch nicht. Das sind alles so Sachen, die wir noch nicht haben. Aber warum konnte er die dann fertig bauen? Und zumindest könnten sie doch anfangen, oder? Warte mal kurz. Wir machen mal Folgendes. Kommen wir da lang? Nein. Kommen wir hinten rum lang? Kommen wir. Oh, dann gehen wir hier so lang. So, das übergeben wir mal. Das können wir ruhig schon mal anfangen zu bauen. Oh, ich habe irgendwie einen ganz komischen Schnupfen gerade. Der mich gerade echt tierisch nervt. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Das scheint jetzt zu funktionieren. Ja, da wartet ihr brav. Machst du gut. Und der andere. Wo ist der andere Kumpel? Der ist hier. Nicht. Okay, das heißt, der ist auf dem Rückweg. Müsste eigentlich gleich angeschossen kommen. Ja, wie gesagt, da wünsche ich mir jetzt auch nochmal solche Sachen wie eine Rückmeldung, dass irgendwas gerade nicht richtig funktioniert. Da kommt er. Okay, das ist in Ordnung. Damit kriegen wir das in den Griff. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Die können da ihre Straße bauen. Das ist okay. Da kommt der Öler. Das ist auch in Ordnung. Kommen wir jetzt zu dem Problem. Punkt 1, wir brauchen hier Arbeiter. Punkt 2, wir brauchen viele Arbeiter. 500 an der Zahl. Und wir brauchen natürlich auch dementsprechend noch Verarbeitungsbetriebe. Stahl, einer soll auf jeden Fall dahin gehen. Dann gucken wir mal ganz kurz in die verarbeitende Industrie. Was haben wir denn? Stahl? Elektronik. Die brauchen Stahl. Mechanische Komponenten. Die brauchen auch Stahl. Kunststoff brauchen nichts. Die brauchen nichts. Die elektronischen Komponenten, die brauchen Kunststoffe und Stahl. Elektromontagehalle. War das alles? Kies. Beton, Freilager. Energie.
Ich überlege gerade, Zementwerk hatten wir alles schon gehabt. Hier, Ziegel, Stahl. Und wo ist denn jetzt die Sache mit dem Maschinenbauindustrie? Okay. Stahl. Fahrzeug für Fertigungslinie. Das ist die Sache mit dem Dings. Da fehlt uns aber eine Menge. Da brauchen wir Stoff. Kunststoffe etc. pp. Also um da ranzukommen, dann müssen wir richtig Gas geben. Da ist es erstmal besser, den Stahl hier am Laufen zu haben. Das heißt, wir werden jetzt mal anfangen. Der hier pumpt hier rein. Das ist okay. Das macht er ganz anständig. Das heißt, wir werden hier mal weitermachen. Eine Linie muss auf jeden Fall hier lang führen. Sprich... Boah. Wir werden das jetzt mal ein bisschen abgrenzen. Eine Linie muss hier rausführen. Die muss wieder dahin führen. Auf dieses Gleis. Denn wir brauchten hier irgendwie Stahl. Für was brauchten wir jetzt hier Stahl? Für irgendeine Nummer brauchten wir hier Stahl. Da sind sie fleißig dabei, das klappt. Stahl würde ins Freilager gehen, ne? Stahl, ja, würde hier hingehen. Und hier haben wir gerade keinen Anschluss frei. Ist hier ein Anschluss frei? Fragezeichen. Ja. Hier wäre ein Anschluss. Das, was wir einlagern könnten. Aber wie dran vorbeikommen? Das wird die nächste Herausforderung, hier drauf zu kommen, auf dieses Gleis. Ich denke, da ist es am schlauesten, wenn wir auf das Gleis hier gehen, hier rüber wechseln, hier drüber wechseln, hier durchgehen, und das wird echt hart, hier rumgehen, hier einen Kreis drehen irgendwie und uns hier drauf schlängeln. Aber alleine das wird schon ein Problem werden. Weil du kommst hier nicht... Na wohl, doch, wir könnten... Komm, doch, wir kommen hier sogar raus. Wie geil ist das denn? Da kommen wir sogar raus. Das ist ja mal geil. So, wenn uns das mit dem zweiten auch noch gelingt... Ja, perfekto. Wie geil. Wir kommen hier raus. Das heißt, wir können hier auch lagern. Wobei das aber problematisch wird. Denn die Gutesten hier, die werden ein bisschen länger brauchen. So, wie sieht's hier aus? Kumpel, wo bist der andere? Wo ist er denn? Einer ist hier. Okay, der fährt. In Ordnung. Wie gesagt, wir haben noch große Pläne. Da kommt der andere. Das bringt wieder Geld. Also, dollartechnisch stehen wir gut da, ne? Und wenn wir jetzt anfangen, den Stahl zu exportieren, ja, dann geht's richtig ab. Freunde der Sonne, dann geht's richtig ab. Sage ich euch. Aber wir müssen auch erstmal den anderen Kram hier auf Reihe kriegen. Hier sind 5 Leute. 5 Leute. Das ist zu wenig. Da müssen wir echt mal gucken, dass wir hier noch irgendwie direkt nochmal was hierher bringen. Vielleicht dann auch von hier hinten nochmal eine Linie hier reinführen. Die wir hier irgendwie nochmal absetzen oder sowas, dass wir die hier ranbekommen. Weil sonst wird das hier echt armselig werden. Ja, uns dauert das zu lange. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Also, wir haben das jetzt hier im Griff. Das läuft. Hier ist jetzt Stau. Weil die hier so ein bisschen alles aufhalten. Okay, die Kräne fahren in Ordnung. Okay, dann können wir eigentlich anfangen. Und das werden wir jetzt auch noch machen. Können wir das? Ach komm. Oh, das ist fertig. Egal. Wie gesagt, hier raus. Hier wird auf jeden Fall einer exportieren, weil Stahl bringt unheimlich viel Kohle. Was ist jetzt hier wieder für ein Krempel? Okay, der entlädt, glaube ich. Ja, der entlädt Kies. Kies bringt nicht mehr viel. Aber naja, gut. Einen geschenkten Gaul schauen wir nicht ins Maul. Und da kommt der Öler. Und der muss jetzt auch hier warten. Der Öler bringt schon ein bisschen mehr. Und der bringt uns auch immer noch fast 40.000 Rubel.
Dann das klappt. So, der andere ist schon in Warteposition. Wenn wir jetzt noch versuchen könnten, den Stahl hier irgendwie drauf zu kriegen, das wäre ja der Hammer. Da werden wir gleich mal gucken, ob wir das irgendwie hier noch hinkriegen. Aber das ist hier so ein, ja, so ein Gleisdreieck quasi schon. Das ist schon echt übel. Mal Gleisbau, Eisenbahnbrücke. Wir müssen ja irgendwie versuchen, hier lang zu kommen, ne? Also ich müsste eigentlich hier so rüber. Würde sogar gehen. Oh, oh, oh. Mir kommen da Ideen. Mir kommen da Ideen. Und was für welche? Wenn wir jetzt da noch irgendwie drauf kommen, ja, kommen wir sogar. Das ist ja der Hammer. Dann könnten wir hier noch Stahl anliefern. Und wenn wir noch Stahl anliefern würden, dann geht hier die Party richtig ab. So, dann ziehen wir das Ganze mal hier so lang. Auf zum Stahlwerk. Dann nehmen wir zu sehr bergab. Sondern bau das mal auf. Ja, das ziehen wir auch schon mal vorsichtshalber hier hin. So, das ist schon mal der Plan. Kostet mal eben mal, wenn wir mit Dollar finanzieren, 1 Million. Ach komm, wir haben es ja gerade. Bau das. Egal. Das darfst du bauen. So, damit haben wir die hier schon mal quasi angeschlossen. Hier fährt ja noch nichts. Das ist ja auch okay. Das ist leider so ein blödes Nadelöhr hier, ne? Aber die beste Chance, das hier zu, loszuwerden. Jetzt wird es wieder dunkel. Natürlich, wer hätte es gedacht. Wir brauchen... Wir müssen hier anfangen, Personal ranzubringen. Das heißt, wir machen das Übliche. Suchen uns ein paar schicke Häuschen. Und ziehen jetzt hier unser neues Arbeiterviertel hoch. Ich mach das jetzt mit Frame. Jetzt ist es natürlich nicht gerade. Ich versuche das jetzt mal auszurichten auf die Frame. So, dann machen wir es mal auf den Frame. Einmal so einen Lad. Wir versuchen es auf den Frame auszurichten. Ja, nehmen wir Saat. So. Frame weg. Beton, Kies und Asphalt. Kein Bauamt zugeordnet. Ja, wir haben ja auch nicht die Reichweite, ne? Es ist zu weit weg hier, um dass wir hier was machen könnten. Aber im Großen und Ganzen läuft's ja. Das freut mich ja jetzt ungemein. Kurzen Blick hier. Kurzer Kontrollblick. Ja, gut. Sehr schön. Ja, kurzen Blick hier hin. Der wartet. Das klappt gut. Hier wird gebaut. Alles klärchen. So weit, so gut. Ich bin zufrieden. Es läuft endlich mal was. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. So, hier die Leute hier laufen weiter. Das ist in Ordnung. Das Stahlwerk hier werden wir noch zusehen, dass wir irgendwie nochmal wirklich die Leute richtig ranbringen können. Mal ganz kurz, nur vorsichtshalber. Schon mal anfangen, hier so eine Straße nochmal zu ziehen. Und jetzt wirklich tiefste na, sag schon, Industrie. Komm. Wir finanzieren das mit Dollar. Wir haben genug Dollar. Dollar funktioniert richtig gut. Und wenn wir hier die ersten Leute an den Start haben, dann können wir hier auch drüber nachdenken, wie gesagt, dann mit dem Stahl zu hantieren. Und der Stahl, der wird uns echt pushen. Der wird uns richtig pushen. Da bin ich absolut sicher. Das heißt aber, wir müssen trotzdem noch ein paar Sachen bauen hier.
Und zwar wollen die hier haben ein kleines Einkaufszentrum, was wir auch versorgen müssten. Ein Kino wollen die auch haben. Die kriegen hier alles, was sie wollen. Kino kriegen sie. So. Dann kriegen sie hier ein großes Einkaufszentrum. Ich mache jetzt gerade das... Obwohl, nee, die kriegen ein kleines Einkaufszentrum. Momentan kriegen sie ja, da geht's nix. Was ist denn da, was sich schon wieder rummeckert hier? Mein Gott. Du sollst mir nur eine Straße da lang ziehen, mit Frame. So. Mit Frame. Und ich will, dass das hier so ist. Dann geht es hier aber... Doch, geht auch noch. Dann gehen wir hier mal so... ein bisschen hier so. Dann geht's nicht. Geht das? Ja, klar. Den kriegen wir angeschlossen. Gut. Also, hier haben wir ein Kino. Das ist für die Unterhaltung gedacht. Das ist in Ordnung. Mal ganz kurz. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Busstation. Und wir brauchen hier... Naja, brauchen wir hier eigentlich... Das ist für mich jetzt die Frage. Auf jeden Fall Feuerwehr noch, ne? Feuerwehr brauchen wir. Ein Krankenhaus brauchen wir. Oh Gott, wir brauchen hier so viel wieder. Tennisplätze brauchen wir. Kneipe, nein. Feuerwache. Feuerwache ist wichtig. Brauche ich jetzt erstmal mit, nur mit den Vanilla-Sachen. Ohne die Mod. Das ist okay. Das da. Vielleicht kriegen wir hier auch noch ein bisschen mehr Anlieferungen. Mal sehen, ob wir es irgendwie noch hinkriegen. Wie gesagt, erstmal mit Vanilla-Sachen jetzt hier hantieren. So, dann haben wir hier die Feuerwehr. Dann brauchen wir das Krankenhaus natürlich auch. Gerade beim Stahlwerk stelle ich mir das ziemlich heftig vor. Also da wird bestimmt eine Menge passieren. So. Bauen wir auch noch dahin. Fernsehhaus, Rathaus braucht man nicht. Autohändler braucht man nicht. Ich will die Dinger selber irgendwann herstellen, aber es wird noch eine ganze Weile dauern, leider. Das befürchte ich. Dann werden wir hier mal ein bisschen was für die Unterhaltung tun. Einfach mal, damit die Leute hier auch sich sportlich betätigen können. So. Halt. So, Sportanlage. Okay, die haben das, die haben das. Bildung. Wichtig, brauchen wir hier auch. Wir brauchen hier auch Bildung. Wir brauchen hier einen Kindergarten. Damit wir die Leute auch zur Arbeit schicken können. Passt hier nicht hin. Also da möchte ich freilassen, damit wir hier raus können. Das heißt, wir bauen das hier hinten dran. Gleich daneben dann in die Schule. Wohnheime brauchen wir auch nicht. Bushaltestelle, Zugplattform, da gucken wir gleich mal. Nahrungs- und erntebezogen, die Brennerei. Wir produzieren auch keinen Schnaps. Also das ist, wir haben noch so viel zu tun. Roter Stern. Why not? Oder hier so ein Symbol. Schaden tut's nicht. Wie gesagt, hier ist jetzt absolute Großbaustelle.
So, das läuft ja eigentlich ganz gut. Wie gesagt, Ziel muss sein, den Stahl dann zu transportieren. Weil damit werden wir unser... Was? Gebäude im Weg? Hier ist doch nichts. So, dann machen wir das so. Dann werden wir jetzt hier... nochmal schnell... Eine Busplattform oder... Nee, dann nehmen wir die Mods jetzt. Die sind besser. Dann nehmen wir die Mods. Müssen wir ganz kurz gucken. Autoraffinerie Fuel. Maximale tägliche Produktion 500. Alter. Brauchen die irgendetwas zum Produzieren? Weil wenn nicht, wäre das ja Hammer. Theater. Brauchen wir auch nochmal hin. Kino International. Wo ist denn das jetzt hier? Warte mal kurz. Garage. Wir haben noch keinen Autohändler, aber wir könnten eine Garage bauen. Nein, will ich jetzt nicht. Rocket Monument. Kultur. Öl. Konstruktionsbüro. Oh, neuer Fahrzeugtyp. Konstruktion. Warte mal kurz. Zugplattform. Bushaltestelle. Bushaltestelle, die wir von... hier hinten quasi bauen könnten. Wieder hinfahren könnte. Dahin und dann umsteigen eventuell. Wäre eine Idee. Weil wir ziehen ja gerade richtig was auf. Dann ziehe ich dich mal hier so lang. Geht's nicht. Okay, da kommen wir nicht weiter. Ah, verdammt, dass das hier so nicht geht. So, das klappt. Warum geht das da nicht? Eine andere Infrastruktur ist im Wege. Hier ist doch nichts. So, bau das mal. Lass mal laufen. Ich bin mal gespannt, was hier los ist. Was ist denn hier kaputt? Komm, bau das mal hier. Bau das mal alles fertig. Ach, da ist ja schon was. Das Theater. Bau das mal. Feuer gelöscht. Sehr schön. Das freut mich. Wenn die ganzen blöden... Meldung mal wegmachen. Aber liebe Freunde, die Zeit ist schon wieder rum. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben und dann sehen wir uns hier wieder, während wir dann bei den nächsten Folgen auf jeden Fall dann anfangen, den Stahl zu produzieren. Wie gesagt, bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von endgaming.tv. Bye, bye.